Moin moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Genshin Impact Folge. Und ich habe übrigens einen Plan. Ja, ich habe einen Plan. Ich habe keinen Plan, ich habe einen Plan umgesetzt. Hohoho. Mein Controller, der habe ich doch erzählt, der hat man doch immer gehört, wenn ich so... Ne? Hört man doch. Aber wenn ich meinen Controller unter dem Schreibtisch packe, hört man gar nichts mehr. Hörst du was? Hörst du nicht, ne? Weil ich jetzt einfach unterm Schreibtisch spiele und nicht mal auf meinen Knien. Wenn ich auf meinen Knien spiele, dann hört man das. Wenn ich unterm Schreibtisch spiele, hört man gar nichts. So, da haben wir jetzt noch so ein Ding, der muss noch da rein, ne? Da war doch was. Der muss hier rein. Dann kriegen wir eine Kiste. Wie wir das Ding da kriegen sollen, das weiß ich auch nicht, da hinten an der Wand. Zum Glück respawnt der da immer. Ist das hier was? Nee. Ich glaube, wir müssen irgendwas essen, ne? Ich sehe so halb tot aus. Was habe ich da in der Vergangenheit nur wieder veranstaltet? So, hier ein paar Äpfel. Soll reichen. So, was haben wir denn jetzt hier noch vor uns? Da ist ein Wasserfall. Ob man da rein kann? Oh, warte. So. Ist hier oben was? Hier ist ja nicht ohne Grund einfach eine Leiter, oder? Guck mal, dieses Ding hier, nix. Guck mal hier, Brett. Hier geht's rein. Sieht zumindest aus. Na gut, dann gehen wir hier weiter hoch. Ich folge mal dem Weg. Hallo. Oh, hi. Da ist eine Frau drin. Oh, ihr habt aber ganz schöne Wachen hier. Dann fangen wir doch mal an. Lass die Frau gehen. Ich, die doch, befehl es euch. Der kann gar nicht abhauen. So viele Schläge wieder kriegt. Ich sehe nichts. Ha, manna. Ha, hu, ha, hu. Easy. Und das ist bestimmt irgendeine Quest, ne? Was ist jetzt denn passiert? Achso, ich will nicht kochen. Ein Schlüssel der Schatzräuber. Das ist auch auffällig. Möchten Sie raus? Komm, Irina. Alrini. Vielen Dank. Ich dachte, ich wäre wirklich erledigt. Diese Gruppe von Schatzsuchern verfolgt mich schon die ganze Zeit. Genau als ich endlich Fortschritte in meiner Forschung gemacht hatte, dachte ich... Dass es schon sein könnte, den Schatz hier zu finden und ihn mit mir zurückzunehmen. Sie sind die Schatzsucher in meinem Lager eingedrungen, haben mich geschnappt und hierher gebracht. Sie haben mich immer wieder zum Fundort des Schatzes befragt und gedroht, mich umzubringen, wenn ich es ihnen nicht sage. Aber wenn ich es ihnen einfach so gesagt hätte, hätten sie wirklich mein Ende gewesen. Ich hätte auf Soraya hören sollen. Sie besteht immer darauf, dass sich Archäologen wie wir auf wissenschaftliche Ergebnisse statt auf Schätze konzentrieren sollten. Aber ich erhalte nur begrenzte finanzielle Unterstützung. Ein paar Isai reichen nicht aus, um meine Reisekosten zu decken. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wie es Soraya geschafft hat, die ganze Zeit allein in Lieu zu bleiben. Ich fühle mich erschöpft, wenn ich nur einen Blick auf den Haufen ihrer abgelehnten Manuskripte werfe. Was planst du denn jetzt? Ja, nun, was sonst? Ich bin fertig mit dem Sammeln meines Forschungsmaterials. Was den Schatz angeht, nun, den könnt ihr haben. Ich werde den komplizierten Denkprozess, der mich hierher gebracht hat, nicht wiederholen. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass der Schatz unter dem riesigen goldenen Baum in der Mitte des Passes vergraben ist. Nehmt ihn euch, wenn ihr wollt. Ich notiere euch eine Beschreibung von ihm, damit ihr es nicht vergesst.
Ich ruhe mich eine Weile aus und gehe dann zurück in mein Lager, um meine Sachen einzusammeln. Ich muss so schnell wie möglich hier raus, damit nicht noch mehr Schatzsucher herkommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Von hier aus zum Gasthaus Wangshu zu kommen. Ich kann nur hoffen, dass Soraya nicht schon weg ist, wenn ich dort ankomme. Wenn nur Soraya meine Tutorin sein könnte. Plum. Hol dir den Schatz. Erstmal hole ich mir das Siegel, was hier ist. Von oben. Oh, von oben habe ich gesagt. Vom. Natürlich kommt man hier wieder nirgendwo hoch. Ah, jetzt. Hi. Verlorener Geosolus. Den müssen wir auch noch irgendwo abgeben. Den haben wir bisher, glaube ich, auch noch nie irgendwo abgegeben. Hallo! Patsch! 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 Ja, ist ja gut. Dreh doch nicht gleich so am Rad. Peinung, Mensch. Ja, vor allem, das ist ja auch noch alles Gebiet, ne? Wo wir noch gar nicht waren und hinkommen. Hui! Ich komme mal zu euch rüber. Bisschen spielen, reden. Ich muss mit euch reden. Ich muss mit euch reden. 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 Ist sie im Wasser geflogen? Ja, schon, aber irgendwie nicht zurückgegangen. Zick. Ist das denn ohne Animation hier? Aua, 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 aua. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ich treffe auch gar nicht. Ich treffe auch schon wieder nicht. Jetzt stirb doch einfach. Blödes Ding, du. Das ist auch ein richtig nerviges Ding, ne? So. Was müssen wir denn jetzt von hier aus noch machen? Also hier, glaube ich, haben wir alles fertig. Also was heißt alles, ne? Das natürlich nicht. Da ist übrigens der große goldene Baum. Total unauffällig. Ich hätte ihn fast nicht gesehen. Zum Glück hat sie uns eine Karte angefertigt. Mann, 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 sag ich dir. Mann, Mann, Mann. Das mit dem Wasserfall, das sieht aber auch sehr verdächtig aus. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Der Wasserfall ist doch... Ah, da kommen wir gar nicht hin. Okay, alles klar. Kommen wir später hin. Ja gut, dann gehen wir jetzt dahin. Da müssen wir jetzt die einzelnen Gegner klatschen. Damit sie aufhören, mich zu mobben. Kann ich was essen von hier oben? Hier so eine schöne Reddysuppe. Und vielleicht nehme ich auch noch so einen Spieß. Hui! Nix getroffen, ne? Weiß aber auch, dass ich da bin. Batsch, 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 batsch. Dankeschön. So, dafür brauchen wir Noel. Nein, nicht Figurenhandbuch, hallo. Oh, Figurenhandbuch ist aber auch interessant, ne? Also die gibt es alle. So wenig. Sind gar nicht viele, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Na gut, 32. 32 sind 32, ne? Na gut. Aber da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Ich wollte nämlich Noel auswählen. Hey. Kann ich nicht hier einfach so Team-Ersatz machen? So Eis und Noel und sie. Ich sagte und sie. Achso. Ich
Nein. Man sieht auch nicht, wen man hier gerade ausgesucht hat, ne? Von einem Abraten hier. So. Und wie nehme ich jetzt diesen Wechsel? Einfach so. Wie können wir denn jetzt wechseln? Den Trupp. Gar nicht, ne? Truppe 2 nenne ich Ersatzbank. Die Ersatzbank. Und wie nimmt man die jetzt? Aufstellen. Jo. Nehme ich jetzt Noel, mach so. Pum. Aber das Doofe ist, jetzt muss ich ja wieder auf Truppe gehen und wieder zurück machen. Das ist doch ein bisschen lame. Dann doch lieber Noel die ganze Zeit in der Hand haben, weil, guck mal, Noel brauchen wir sowieso noch ein paar Mal hier, hier und hier. Irgendwie hat mein Controller entweder einen weg oder die Gegend ist nicht gut für mein Spiel. Ich habe das Spiel ja jetzt auch neu gestartet und so. Die letzte Folge ist ja eine andere Aufnahmesession gewesen. Aber da hatte ich auch schon solche Controller-Probleme. Dass er ein Delay hat, wenn ich zum Beispiel so nach vorne laufe, dass er erst ziemlich spät läuft. Und warum kommen wir da jetzt nicht? Ah, warte mal. Puing. Ja, dann nützt das ja nichts. Dann müssen wir Truppe machen. Dann muss Lisa mal eben weichen. Normalerweise sehen wir doch auf, wen wir hier aussuchen, oder? Guck mal, hier passiert gar nichts. Ich kann nur raten. Das ist auch... Das war doch vorher nicht so, oder? Hä? Warte mal. Hä? Hallo. Ich dachte, ich kann jetzt... Schneller. Weil ich glaube, wenn sich das Ding aufhört zu drehen, dann ist das Ding da gewesen. Für sie? So, das machen wir gleich mal eben mit dem Ding hier, mit Amber. Das will da nicht sein, wenn das Boom macht. Flum, flum, flum. Ente, 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 Ente. Fische, Fische, Fische. Aber hier müssen wir wahrscheinlich einmal boom, 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 boom. Patsch. Patsch. Geh fort. Schnauze. So, Noel. Jetzt da noch. Hab ihn nicht getroffen, hat mich. Na gut, nützt ja nichts. Was Mod, das Mod, ne? Oh, wow. Ah, daneben. Deine Freunde nerven mich. Nein, er hat seine. Oh, er hat seine Kacke gemacht. Er auch. Wir haben alle jetzt hier. Scheiß. Nein! Puff. Sie wurde so zerfetzt. Ja, geil. Die wurde einfach so auseinandergenommen. Und die nächste wurde auseinandergenommen. Lassen Sie mich hoch. Scheiße, er wird jetzt auch ertrinken. Toll. Nur weil die Frauen sich da verdreschen lassen haben. Und alles von vorne. Hallo, ich sehe hier Graben. Da sei ja nicht nein. Ich mag mich mal eben heilen.
Oh, da kommt er angestürmt. Spinnt ja wohl. So, dann nehmen wir hier Wom, Wom, Wom. Und dann nehmen wir auch mal so ein bisschen Verteidigung. Und Angriff. Ich meine, bei solchen Gegnern lohnt sich das ja auch, wenn wir Angriff und Verteidigung ein bisschen mehr haben. Das ist aber auch echt ein Gegner, ne? Muss man ja ihn lassen. Das ist kein Gegner für schwache Hasen. Ja, geh ins Wasser. Hier ist doch ein Tod. Ach, hier ist gar kein Wasser. Autsch. Geh ins Wasser. Autsch, 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 autsch. Autsch, autsch, autsch. Alter, ich hab 1000 Schaden krieg von seinem Blitzgedöns ab. Autsch. Das ist ja auch nur seine Rüstung, die eigentlich so kacke ist. Ohne seine Rüstung wäre er ein Niemand. Ein Niemand wärst du. Kann ich eigentlich, wenn ich so mache... Warte mal. Wenn ich seine Blitzrüstung nehme... So, ich habe gar keine Blitzrüstung. Okay. Doch, jetzt habe ich Blitzrüstung. Oder ich wurde von ihm gedingstet. Haha, von oben. Wollte er schon mal weg? Hi. Fumps. Da fliegt er und fliegt und fliegt und butsch. One hit tot. Oh, die, hier bebt alles. Bebt. Sag ich schon. Hier. Ich hab nichts mehr an Heil, ne? Nur noch so ein paar. Vollgestopft. Daneben. Geh du auch ins Wasser. Komm, Dingerchen. Hab ins Wasser mit dir. Geh ins Wasser baden. Du stinkst nämlich voll ab. Also hopp. 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 Ja, da hat er wenigstens nichts gemacht. Oh, Wartenkampf, du. Ich hasse diese Typen. Also ich habe nichts mehr an Heilen. Können wir Heilen herstellen? 3. Hat jemand Bonus? Gut, nehmen wir 3. Perfekt. Können wir noch irgendwas herstellen? 3. Können wir Bonus? Ja. Mit etwas Glück erhältst du besondere Gerichte. Plung. Dann noch den hier. Ein. Obwohl, warte. Können wir noch hier Zucker mitnehmen. A können wir 5 herstellen. Und B können wir auch schon welche einsammeln. Und C können wir dann die herstellen. Kriegen wir hier was? So. Normalerweise behalte ich immer einen. Aber jetzt haben wir das einfach nötig. Guck mal, wiederbeleben, ne? Da habe ich 1000 verschiedene Sachen. Wiederbeleben kann ich ohne Ende. Ja, bam. So. Was ist jetzt hier los? Ist da was? Nee. Ist hier was? Da ist eine Kiste. Da ist noch ein Lotus. Ich sehe dich. Warte mal. Lotus brauchen wir. Ich weiß nicht mehr wofür, aber brauchen wir. Ich weiß noch, dass wir davon ganz wenig haben. So, was müssen wir jetzt hier machen, um das zu aktivieren? Jemandens Gedicht. Himmel und Erde unterliegen Gesetzen und jedes Leben endet irgendwann. Schöpfung ist selbstlos, sie endet nicht. Das Leben auf Erden ist nur ein Käfig, der Tod die Erlösung. Kennt die wahren Götter und preiset sie. Ah ja. Oder man stellt sich einfach hier rauf.
Dumm. Und dann? Da noch auf. Ich preise. Plüng. Ich glaube, auf den einen muss man diese Statue stellen. Von Dingsen. Dann müssen wir das mal eben hier markieren. In das. Wir brauchen unbedingt. Weil kann das nicht, ne? Wir brauchen diese Statue, ne? Sobald ich runtergehe. Bumm. Hallului! Ne. Ich glaube, es bringt was, wenn wir diese eine Statue, also diesen Holzflockenfass darauf stellen. Von Truller. Von Hoppelinchen. Und dann zählt das anscheinend schon. Da ist noch ein Geist. Machen wir das jetzt mit dem Geist. Dann müssen wir das alles irgendwann später abfarmen, wenn wir statt Animo die Geokraft haben. Ja, komm, sag mal rein. Oh, hepp. Hepp. Ja, ich komme. Die Lok ist nicht so schnell. Denkst du, das ist auch alles schon wieder weg, ne? Mein ganzes Gefresse. Ich so schon gefressen hab. Von Gestein geführt. Hab ich nicht getroffen, oder was? Was? Wer bist du denn? Sie hat dich was gefragt. Wer du bist? Ein Dämon. Bitte lassen Sie mich gehen. So. Jetzt hole ich mir dieses Geflügel hier. Flum, 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 flum. Dann holen wir uns jetzt den Teleporter. Dann würde ich sagen, machen wir den Rest hier noch eben zu Ende. Muss man die anzünden? Ich weiß das nicht. Sieht einfach besser aus, wenn die an sind, ne? Hier ist auch bestimmt auch safe eine Kiste oder so, oder? Oh, daneben. Bam, bam, bam. Klatsch. Also, liegt das daran, dass sie alle Level 34 sind? Gefühlt machen wir gar keinen Schaden, obwohl wir so stark geworden sind. Ich dachte, die Lok hätte echt den größten Penis, ne? Aber anscheinend ist dem nicht so. Oh, blubbel, 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 blubbel. Wir mal eben heilen. Mal wieder. Erstmal mit so einer Suppe hier. Hey! Aber vor allem drei Magier auch noch, ne? Guck mal, wie sie sich eigentlich freuen. Konimo! Hallo, lass mich doch mal in Ruhe. Guck mal, wie sie sich abfreuen. Scheiß Blubbelbase. Ohne deine Blubbelbase bist du gar nichts. Graus da jetzt aus deiner Blubbelbase. Ja, dein Freund kriegt ja gerade ein paar aus Maul, ne? Da freut er sich. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Wir müssen unbedingt am Ende der Folge auch mal wieder ein bisschen auf Verteidigung gehen. Bringt ja nichts, nur das Schwert zu verbessern. Ich krieg echt
Prügel hier. Ich krieg richtig viel Prügel. Ich meine, einen Fehler mache ich natürlich. Ich spiele die ganze Zeit nur mit einem und denselben Charakter. Ne? Ich meine, gegen sowas müsste ich eigentlich mit Blitz, also mit Lisa spielen. Dann werden die auch ziemlich schnell weg, ne? Dann werden sie auch ziemlich schnell weg. Hier sind Bücher. Schade. Wir müssen doch lesen. Hallo, lesen. Ist hier was? Bücher, aber nix. Na jo, dann, wir wollten immer noch zum Dingsen. Haben uns schon wieder ablenken lassen. Guck mal, überall Bücher, aber nichts zum Lesen. Zum Glück wird das Geld immer so eingesaugt. Das fliegt doch immer so raus. Wir müssen, vielleicht sollten wir auch einfach mal zu einer Statue der Sieben hingehen. Und uns einfach die Geokraft holen. Oder? Ich meine, wir haben ja jetzt einen Teleporter hier. Holen wir uns die Geokraft und dann können wir das ja hier weitermachen. Komm, das machen wir. Gehen wir zur Geokraft, holen uns die Geokraft. Hallo. Anbeten. 24 können wir abgeben. Uiuiuiui. Ja, dann mal, let's go. Alles. Sind ein paar Level, die wir gekriegt haben. Wir hatten ja vorher noch nie welche abgegeben. Ja, sind mal eben Level 4 geworden. Zwei Stück noch, können wir noch ein Level. Ausdauer hat sich natürlich wieder erhöht. Abenteuererfahrung haben wir gekriegt, habt schon gesehen, haben ein Level gekriegt. Geosiegel kriegen wir. Rückblendesteine. Sprich weiter. Was? Sprich weiter? Ein... Scheint, als wäre er erschienen... Was? Es muss doch eine Art Verbindung zwischen den Steinen und der Statue geben, oder? Aber wozu dient er? Da haben wir was gekriegt. Wo ist denn dieser komische Stein? Wir haben auch immer noch so einen Schlüssel, ne? Also hier haben wir komische... Schätze. Da, ein Rückblendestein. Ein ungewöhnlicher, geformter Edelstein, der dazu in der Lage ist, ein bestimmtes Siegel zu lösen. In der Hand gehalten spürt man die unruhigen Gedanken, die in seinem Inneren umhersausen. Irgendwo muss eine Erinnerung an eine alte Schlacht vergraben sein. Für eine Welt ohne Leid, für ein Leben mit Sinn, für eine Zeit des Friedens. Durch Opfer an die Statuen der Sieben in Liel erhalten. Müssen wir irgendwo abgeben. Ja, ja, ja. So, jetzt Segen der Statue. Nee, nicht Segen der Statue. Wie war das denn? So. Hallo, ich möchte gerne Einklang mit der Geokraft. Flumm. Und jetzt beamen wir uns wieder zurück. Das könnten wir uns dann, glaube ich, auch holen, ne? Aber jetzt gehen wir erstmal dahin. Können wir eigentlich von hier aus auch dahin fliegen? Vielleicht finden wir unterwegs ja noch irgendwas. Was willst du denn noch finden? Oh, weiß ich nicht. Vielleicht findet man ja irgendwas. Guck mal, da unten ist zum Beispiel ein Geist. Ist das schon aktiviert? Ja, der Geist ist da schon drin. Oh, warte. Was? Ja, warte. Was? Ja, warte doch. Was denn? Ich will mal eben mit mein magisches Auge checken. Wir haben was sehen. Nö. Vogel. Ah, scheiß auf Vogel, Alter. Na gut. Attacke. Da. Da finden wir doch was. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bum. Hey. Mein Fleisch. Hi, ich bin dein Gegner, nicht Hoppelinchen. Wo bist du?
Da kommt er. Oh, habt ihr gesehen? Shabachu. Ich komm dir hinterher, ist gar kein Problem. Ich muss auch zwar gleich wieder hoch in deiner Scheißkasse, aber hey. Immerhin haben wir hier ein geiles Match, oder? Haben wir ein geiles Match oder was ist los, ne? Hey. Bah. Knie nieder vor deinem Meister. Jetzt müssen wir da wieder hoch. Scheiße. Hüp. Hüp. Und tap. Und tap. Kurz ausruhen. Wie lang ist unser einer. Guck mal, unser Ausdauerbalken ist schon fast doppelt so hoch. Trotzdem ist er gefühlt immer leer. Upp. Hey. Nicht verkrollen. Und was hier schön ist. Guck mal, da hinten ist auch noch eine dicke Kiste. Wir wollten das hier erstmal machen. Hoffe ich, dich jetzt wieder abzulenken. Warum guckst du dich schon wieder um? Ich muss doch mal gucken. Auf zu gucken. Ich guck doch nicht. Du guckst. Nein, ich guck nicht. Versprochen, ich guck nicht. Bumm. Ins Wasser mit dir. Und tap. Ich komme. So, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Ich stelle mich jetzt hier hin. Und mach das Ding dahin. Und das zählt, ne? Ja, soll ich doch. Jetzt warten wir kurz. Weil ich das nächste Ding dagegen machen noch. Ich guck's mir an. Muss man fliegen? Ich dachte, vergraben. Ho. Kein Ho. Fliegen oder nicht? Ja. Hä? Oh, warte mal. Warte mal, ich muss stehen. So. Dann hier rauf. Jetzt. Aha. Jo, halb tot. Drei Kisten. Dumm, dumm, dumm. Das war alles? Das war aber nicht der Schatz. Kakao, ey. Es hieß unterm Baum. Das ist noch nicht der Schatz. Hey, hör erst mal auf, da runter zu rollen. Hübsche Truhe. Hübsche Truhe. Oh ja, da war ein Buch mit bei. Aufzeichnung eines Lehrlings. Was auch immer das jetzt wieder sein mag. Hui. Hui. Kein Hui. Also sie hat so kurze Beine, sie kann da nicht stehen. Was ist das denn? Voll unfair. Kann hier stehen, warte. Tonti. Und jetzt da lang. Achso, die Markierung auf der Karte kann ja jetzt weg. Bing, bong. Haben wir ja gemacht. So, hier ist goldener Baum. Stimmt, im Wasserfall. Im Wasserfall. Ich flieg da jetzt rein. Yeah. Hier? Warum kann ich mal einmal ein Geheimraum hinterm Wasserfall sein?
Da muss doch irgendwo der Schatz sein. Das verstehe ich gar nicht. Hui. Hui. Na gut, dann lassen wir den Schatz einfach Schatz sein. Wir finden hier keinen Schatz. Komisch, komisch. Goldener Baum. Er sagt, es heißt doch mitten im Dingsen, im Lingyo-Pass. Unterm goldenen Baum. Vergraben. Weiß nicht, vielleicht waren die drei Schätze gemeint. Ich bin der Meinung. Warte, ich muss hier nochmal hoch. Das nützt ja nichts. Ich muss mal mit meinem Auge scannen. Das ist nicht mein Auge. Da geht's aber auch nicht rein, ne? Da ist noch ein Siegel. Da oben sind Vogeleier höchstens. Nee, hier ist nichts. Warte mal, da ist aber ein Windrad. Oh nein, wir haben jetzt keinen Wind mehr. Oh, leck mich doch mal. Oh, nee. Okay. Markieren. Boom. Da brauchen wir Wind. Was war das denn jetzt? Ich habe das in dem Bild gemacht. Upsi. Upsala. Ah, ich kann nicht mit euch reden. Wow. Ja, warum ist sie denn immer so brutal zu mir? Oh, sie ist eingefroren. Ja. Ah, ich auch. Sie aber auch. Ah, wegen der Blume, ne? Klar, macht Sinn. So. Und ich schnapp mir die Blumen. Und die schnappe ich mir auch. Schmetterling. Blümchen. Blümchen. So, jetzt könnten wir da hin. Was ist das? Was ist das? So. Ein Frosch. Mehr nicht. Nur ein Frosch. Ja, dann glaube ich, haben wir jetzt den Ligio. Protokoll zur Untersuchung der Ruinen. Die Untersuchungen zeigen, dass die Ruinen unaussprechlich alt sind. Anscheinend stand hier eine Festung aus Kriegszeiten, in denen Menschen und Adepten zusammen zur Verteidigung von Liyue kämpften. Dann scheint es noch um Lingyue und Rex Lapis zu gehen. Leider verstehe ich nicht alles im Detail, aber alt sind die Ruinen allemal. Das heißt, dort müssen sich unbekannte Schätze verbergen. Da die Adepten hier gewesen sein müssen, werden die Schätze sicher ein Vermögen wert sein. Das muss ich mir genauer ansehen. Mich haben die Monster, die diese Gegend besetzt halten, zwar des Öfteren davon abgehalten, bei diesen verheißungsvollen Schätzen, aber muss ich einfach handeln. Wie könnte ich mich sonst einen Schatzräuber schimpfen? Und genau da scheint schon die nächste Horde Kilichul auf mich zuzurennen. Hui, ob es denjenigen, der das geschrieben hat, gut geht? Können wir das nicht? Also vielleicht waren das doch die drei Schätze. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß das da auch nicht. Da sind auf jeden Fall erstmal Kristalle. Kommt schmieden. Werden wir wahrscheinlich einfach wieder brauchen. Boing. Boing, boing. War da noch irgendwas? Dann nicht. Ja, dann würde ich sagen, Folge Ende. Ende Mende. Was soll ich eigentlich mit dem ganzen Schleim? Eigentlich muss ich mich auch schon wieder heilen gehen, ne? Das ist schon auch nicht mehr normal. Haben wir hier noch was? Was ist hier überhaupt? Auf jeden Fall eine Menge Kisten sind hier. Und hier wollte ich eigentlich auch ursprünglich, glaube ich. Das hat mit der Hinterpfote so. Ach, das Schwein da. Guck, guck, guck.
Verdächtig, verdächtig. Na gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Das war die heutige Folge. Ich gehe noch eben hier hoch, um zu gucken, was hier noch so Schönes ist. Warum? Wer greift mich denn jetzt an? Was willst du da auch schon wieder so ein kleiner Flitzer? Was ist das denn? Und raus. Oh, er steht im Flammen. Okay. Komisches Viech. Eisen. So. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge. Das Gebiet hier. Den Tsingtzu-Tümpel und nehmen dabei das Ding hier mit. Da möchte ich auch gerne noch hin. So, das Liege. Und das ist doch Liege. Können natürlich aber auch hier ein paar Bosse klatschen. Den und den. Da waren wir auch überall noch nicht. Das ganze Gebiet hier haben wir auch absolut noch gar nicht gemacht. Tjo. 71%. Heftig, ne? Obwohl ich hier so gründlich war. Wie können da hier noch 30% sein? Das überleg mal, 30% sind hier noch. Hier haben wir schon fast alles fertig. Der Berg ist klar. 8%, 32%, 16%. Hier würde ich auch gerne hingehen. Na gut. Das, meine Freunde, war heute Genshin Impact. Immerhin haben wir den Lieu-Pass jetzt hinter uns gebracht. Oder wie heißt der Pass? Wie heißt er denn? Den Lingyu-Pass. Den haben wir hinter uns. Ich denke mal, den Schatz, den wir haben, das sind diese drei Kisten. Wir werden jetzt noch ein bisschen Items machen. Also sage ich schon mal bis hierhin zu den Leuten tschüss, der den Rest nicht interessiert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haust rein. Und wir werden jetzt erstmal die Errungenschaften angucken. Spiel etwas Einfaches mit den verspielten Yang. Spiel etwas Einfaches. Achso, das Verstecken, was wir gemacht haben. Folge 20 Seelen haben wir auch geschafft. Noch irgendwas? Schlecht. So, dann würde ich gerne mal kicken. Figuren. So, Attribute. Können wir hier irgendwas machen? Den hätten wir, den hätten wir. Wir bräuchten das hier und das hier, aber erst ab 25, das sind wir aber auch schon bald. Dann können wir wieder ordentlich stärker machen. So, unsere Waffe ist ja auch schon auf Maximum, ne? Die weiter zu verstärken, bringt ja, geht ja im Moment auch nicht. So. Artefakte. Haben wir zurzeit Verteidigung mit Crit, die sieht ja auch ganz gut aus. Die kann man verstärken. Können wir nicht. Haben das Limit erreicht. Mehr geht auch nicht. Der geht auch einfach nicht mehr. Hintergrund. Also das ist wirklich das Maximum vom Maximum. Aber hier haben wir zum Beispiel nur so eine blaue Fernweh. Was ist das? Ausbilder. Ja, könnten wir natürlich verbessern, aber ich finde, bei Blau ist das immer so ein bisschen Verschwendung. So, hier, was ist das denn? Ausbilder. Ausbilder haben wir ja auch, ne? Was haben wir jetzt hier? Fernweh. Wir haben ja noch eine Ausbilder. Warte mal. Das ist eine Ausbilder. Und das ist ein Berserker. Der ist ja auch schon auf Top. Das ist Ausbilder. Den können wir sogar noch verstärken. Der ist noch gar nicht volle Pulle. Plum. Können wir wenigstens noch ein bisschen leben. Letztes Mal kam auch irgendwas mit... Oh, ein zufälligen Bonusattribut. Was kriegen wir dazu? Verteidigung. Siehst du, jetzt haben wir 5% mehr Verteidigung. Letztes Mal hatten wir immer irgendwie auch 5-fach-Dinger, ne? So, Ausbilder, Verbannter, erhöht Aufladerate. Und das ist Berserker. So, jetzt haben wir hier den Ausbilder. Das ist Ausbilder, das ist Berserker. Und der Ausbilder, das sind die beiden Teile.
Und wir könnten hier natürlich auch noch Ausbilder machen. Erhöht Elementarquote aller Truppen mit Glyser. Ey, das brauchen wir nicht. Also das Einzige, was wir... Den brauchen wir. Brauchen wir nicht mal, ne? Guck mal, ablegen. Doch, einen Teil haben wir irgendwo. Achso, hier. Welchen haben wir denn? Einzeln. Den Berserker haben wir einzeln. Hier könnten wir natürlich umswitchen auf was anderes, aber ich sag ja, Angriff ist ja schon geil, ne? Nur überleg mal, wie viel Angriff wir haben. Ausbilder. Also wenn wir hier noch irgendwie was wechseln könnten, weil Fernweh zum Beispiel, haben wir absolut noch nichts lila. Obwohl wir schon so viel einsammeln, haben wir hier echt noch Kacke. Wir haben einen lilanen. Auch Ausbilder halt. Oder wir nehmen das einfach erstmal und verzichten auf 18% Angriff. 18% ist schon heftig, ne? Dann hätten wir aber 4 Teile. Ach komm, brauchen wir nicht. Sternbild. Hier können wir auch nichts machen, ne? Brauchen wir irgend so ein legendäres Ding, ne? Material unzureichend. Was denn das? Material zum Aktivieren von Deloks Herkunft. Gebet. Vom Gebet kriegen wir das. Erhöht den Schaden, den Deloks Gegner mit mehr als 15% zufügt, um 15%. Wir müssen beten, unbedingt beten. Talente, können wir hier auch irgendwas verbessern? Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Heftige Schläge pro Runde. Heftiger Schlag am Ende. Guck mal, dieses Wim, 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 immer dieses Patsch, 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 Patsch. Das macht nur 68%. Eigentlich ist es besser, immer viermal zuzuhauen. So, pum, 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 pum. Höchstdauer 5 Sekunden, Schaden beim Fallen 90. Wir machen 90%, wenn wir beim Fallen. Wow, Quatsch. Okay. Und hier? Machen wir Klatsch, Klatsch, Klatsch. Und hier? 200% macht der Phönix nur? Ich meine, gut, ist doppelt Schaden, ne? Danach haben wir ja nochmal 60. Beschreibung, Ausdauerverbrauch für heftige Schläge um 50%, verlängert die maximale Wirkung um 3 Sekunden. Verlängert die Zeit der Dämmerung. Achso, das ist der Phönix, ja. Und gibt beim Schmieden 15%, ja, aber da können wir alles noch nicht, verstärken. Ich sage, wir könnten, wenn wir wollen... Könnten wir jetzt zum Beispiel noch Lisa verstärken, damit wir, wenn wir auch mal Blitz haben, gegen Blitze ballern können, ne? Und verbessern können wir sie. Und wir würden elektrisches Nachbeben kriegen. Was ist das? Warte, Talente. Elektrisches Nachbeben. Fügt mit heftigen Schlägen getroffenen Gegner den Effekt Blitzleiter von lila Lichtbogen zu. Ich weiß nicht, ob ich die alles schon machen sollte oder nicht. Weißt du, was wir eigentlich machen könnten? Wir könnten eigentlich ja mal unser unsere Exkursion, aber das machen wir sowieso nebenbei, ne? Besucht die Statue. Machen wir eh, das würden wir auch hinkriegen. Lass 3 beliebige... Guck mal, wir müssen sowieso hochstufen. Stimmt, von den Abenteuerlizenzen haben wir das Schwert gekriegt, sehe ich gerade. Weil wir dadurch das Buch da kriegen, das lilane Buch. Da unten links. Siehst du das? Unter Belohnung. Kopfgelder könnten wir natürlich auch jagen. Einfach mal ein paar Bosse klatschen. Und die Fähren, die wollten wir ja auch noch machen eigentlich, ne? Ja, irgendwas werden wir schon nächste Folge wieder finden. Einfach mal, haben wir vielleicht noch irgendwas Neues? Warte mal, Gebet. Können wir hier schon irgendwas machen? Woher kriegen wir diese Dinger eigentlich? Davon haben wir jetzt mittlerweile wieder 11. Woher?
Was sind das überhaupt? Details? Nein. Nicht Details. Mach weg! Wanderlos. Alle 10 Ziehungen erhältst du sicher Objekte mit mindestens 4 Sternen. Also hier werden wir jetzt ordentlich wieder was kriegen. Ja, dann machen wir. Dann ist es mal wieder soweit, oder? Vielleicht kriegen wir neue Leute. Verlauf. Keine Daten vorhanden. Okay. Ich frage mich, woher wir die hier mal kriegen. Die 11 Kugeln. Warte mal, die 11 Kugeln, ne? Sehe ich die nicht im Inventar hier irgendwo zufällig? Hier nicht. Da. Vorbestimmtes Schicksal. Ein Samen, der Hoffnung zwischen den Sternen aufblinken lässt. Egal wie weit Menschen voneinander entfernt sind, so wird dieser Schein den Menschen, die füreinander bestimmt sind, den Weg weisen, sodass sie sich unter den Sternenhimmel treffen. Irgendwoher kriegen wir die? Müssen wir echt mal drauf achten, woher wir die kriegen. Inventarkapazität. Achso, man hat doch eine Inventarkapazität. 2000. Oder 1000 hier. Also, aber halt unterschiedlich. Für das alles 2000. Und das auch nochmal extra. Dekoration. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir das nochmal. Let's go. Gebet. 10 Mal. Ich bin gespannt. Bah, kühle Klinge, nur Level 3, schade. Bam, Magieführer, oh, Level 3, schade. Batsch, oh Mann. Batsch, oh schade. Warte, warte, warum denn nur Bücher? Oh, der Bogen. Ein Viererbogen, rostiger Bogen, ist auch noch ein rostiger. Oh, wir kriegen extra herrenloser Sternenglanz. Was hat das denn? Herrenloser Sternenglanz. Wieder nur blau. Weg. Pff. Wieder blau. Schon wieder ein Buch vor allem. Wieder blau. Bah, guck mal, 3 neue Sachen. Die anderen hatten wir alle sogar schon. Aber ein Bogen für Ember. Mit Schnellschuss. Erhöht den mit Standardangriffen verursachten Schaden um 40% und verringert den mit den heftigen um 10. Aber was ist das? Eine Währung, die beim Händler gegen wertvolle Ressourcen eingetauscht werden kann. Zurückgeblieben von Glanz des Schicksalssterns. Vielleicht vermag es andere Ecken im Universum zu erhellen. Nicht mal ein Typi dazu gekriegt. Das ist ja doof. Also die Dinger werden zu den Dingern. Und woher kriegen wir die Dinger? Davon haben wir ja gar keine. Was ist das überhaupt? Energiekristall. So, jetzt haben wir unten links auch eine 2 da stehen. Ja, dann gehen wir doch mal bei Amber kicken. Waffe. Die hat ja nur diesen Level 3er. Pum, würde sie den Level 4er kriegen. Bewährt. Ja, dann kriegt sie den 4er. Da, oh, bitteschön. Hast einen 4er-Bogen. Der Angriff ist zwar noch ein bisschen doof, aber dann kann man ja alles höher machen, ne? Da, oh, hier ist ja auch wieder was Neues. Hintergrund. Schon in jungen Jahren hatte Amber stets grenzenlose Energie und eine positive Lebenseinstellung. Jeden Tag brennt feurige Begeisterung in ihr, die sie wie ein Wirbelwind durchs Leben gehen und jedes Hindernis zerschmettern lässt, das ihr im Wege steht. Manchmal kann ihre übermäßige Energie sie jedoch zur Unruhe anstiften. Unnötig zu sagen, dass sie in jungen Jahren eine ziemliche Handvoll war. Zu ihren berüchtigten Taten gehörte unter anderem versehentlich ein Vogelnest auf den Kopf ihres Großvaters fallen zu lassen, während sie versuchte, die Eier daraus zu stehlen oder die Blätter eines Dendroschleims in Brand zu setzen, wodurch er wie ein wild gewordener Tarantel umherrannte. Diese kleinen Albereien
waren für die Jäger am Ende aber immer große Probleme. Irgendwie war Amber aber immer in der Lage, dem Tatort zu entkommen, wenn sie etwas anrichtete. Und nicht einmal ein Veteranenkundschafter konnte sie einholen. Jedes Mal war es Ambers Großvater, der, wenn das Fehlverhalten seiner Enkelin einen weiteren Vorfall verursachte, zur Schadensbegrenzung gezwungen wurde. Für Amber war die stille, bedingungslose Liebe ihres Großvaters wie eine warme Brise, die sich wie eine Decke um sie wickelte. Sie wusste, dass er sie aufgrund dieser Liebe akzeptierte und die Verantwortung für ihre Taten übernahm. Und sie nahm sie gern an. Erst an dem Tag, an dem ihr Großvater von den Rittern des Ordens zurücktrat, verstand sie endlich das volle Ausmaß der Verantwortung, die er all die Jahre getragen hatte. Göttliches Auge? Was ist das denn? So, Amber hat jetzt eine neue Waffe. Mehr Spielermodus kommen wir immer noch nicht rein. Ne? Du musst vor dem Betreten der Welten anderer Spieler voll abschieden. Versteckte Tränen. Also wir müssen das immer noch machen. Ne? Und das kann man. Mehrspielermodus kann man eigentlich ab Abenteuerstufe 16 machen. Und wir sind 24 und können das immer noch nicht. Weil wir einfach so doof sind. Na gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge. Haust rein. Tschüss. Was? Kommt da noch was? Nö. Okay. Tschüss.